Hallo meine Hübschen, ich bin's wieder, eure Laura. Heute seid ihr gefragt, denn ihr testet mit mir zusammen. Ja, wir machen nämlich einen Hauttest. In fast all meinen Videos habe ich ja immer wieder erklärt, wie wichtig es ist, sich selbst zu analysieren. Ja, denn die Menschheit unterteilt sich ja eben gleich mehrere Hauttypen in Hautfarben, Hautbeschaffenheit und, und. Und es bringt sehr wenig, wenn ich zwar den ganzen lieben langen Tag für euch bestimmte Produkte teste, aber vielleicht, und so haben wir es ja schon in einigen Kommentarlisten gelesen, sagt ihr dann wiederum, nö, Laura, bei mir war das aber nicht so. Ich fand das und das besser. Ja, und das hat halt damit zu tun, dass wir alle unterschiedlich sind. Das beste Beispiel dafür ist eigentlich Foundation, denn früher war die Foundation eigentlich nur dazu da, um Farbe abzugeben und vielleicht kleinere oder auch etwas größere Makel so im Groben abzudecken. Da hatte man es ganz einfach, da ist man losgegangen, ne? Schön Regal geguckt, oh, welche Farbe könnte denn passen, und dann hat man die rausgesucht und fertig war. Heute hat sich das alles gewandelt, denn eine Foundation kann viel, viel mehr. Ihr kennt es, ihr geht in die Drogerie oder in die Parfümerie, Riesenständer. Und es ist ja nicht so, dass jeder Hersteller nur ein Make-up hat. Nein, der Hersteller hat gleich 5 Linien. Und warum ist das so? Weil eine Foundation heute teilweise ölfrei ist. Dann ist sie wieder nicht ölfrei. Dann ist sie hochfeuchtigkeitsspendend, hat vielleicht lichtreflektierende Partikel mit drin. Ja, schöne Glattmacher sind dabei. Also wirklich auf jeden Hauttyp abgestimmt finden wir jetzt Foundation, und damit ihr in Zukunft euer richtiges Make-up findet, machen wir heute diesen berühmten Test, den ich mitgebracht habe, den Selbsttest zur Hauttypbestimmung. Und der besteht eigentlich daraus, es sind 6 Fragen mit 4 verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Ich habe sie jetzt aufgeteilt in Antwort A, B, C oder D. Und am Ende des Testes, wenn ihr also die meisten A-Antworten habt, wird dann die Auflösung sein, was ihr für ein Hauttyp seid. Logischerweise geht das mit B, C und D dann auch weiter. Und ich würde sagen, bevor wir lange rumreden hier, fangen wir auch direkt mit der ersten Frage an. Der Selbsttest ist übrigens in Sie-Form, also da achten wir jetzt nicht drauf, ja. Ich habe ihn natürlich auch irgendwie gefunden. Deswegen, ich lese es einfach mal so vor, wie es hier steht. Und Frage Nummer 1 ist, wie fühlt sich Ihre Haut an, nachdem Sie sie gereinigt haben? Da sage ich immer am liebsten, also nicht nur, wenn ihr euch jetzt abgeschminkt habt und vielleicht eine Waschlotion verwendet habt, sondern wirklich das Gefühl, wenn ihr frisch geduscht im Ganzen aus der Dusche rauskommt und euch nicht direkt eincremt. Also wenn ihr wirklich ein paar Minuten, ihr seid dabei, euch abzutrocknen und dann erstmal wirken lassen. Und jetzt gibt es folgende Antwortmöglichkeiten. Aufgepasst! Antwort A, ich habe ein Spannungsgefühl. Antwort B, normal, eigentlich wie vor dem Waschen. Antwort C, an einigen Stellen angenehm, an anderen spannt sie etwas. Antwort D, angenehm bis erfrischt. Kommen wir nun zu Frage Nummer 2, die lautet, wie sieht Ihre Haut zur Mittagszeit aus, also einige Stunden, nachdem Sie das morgendliche Pflegeritual abgeschlossen haben? Antwort A, normal bis trocken, eventuell sind schuppige Stellen entstanden. Antwort B, eigentlich wie morgens, kaum Veränderung. Antwort C, sie glänzt teilweise, vor allem im T-Bereich, also Nase, Stirn oder Kinn. Antwort D, sie glänzt. Frage Nummer 3, wie oft haben Sie Pickel und Mitesser? Antwort A, selten. Antwort B, manchmal. Antwort C, öfter, wenn dann eher im T-Bereich, also Stirn, Nase, Kinn. Und Antwort D, oft. Frage Nummer 4. Wie reagiert Ihre Haut auf alkoholhaltiges Gesichtswasser? Antwort A, unangenehmes Gefühl, eventuell spannt und brennt sie. Antwort B, keine Probleme. Antwort C, in einigen Bereichen frischer, in anderen spannt sie. Antwort D, sie fühlt sich erfrischt an. Frage Nummer 5. Wie reagiert Ihre Haut auf reichhaltige Cremes oder Nachtcremes? Antwort A, sie fühlt sich geschmeidig und angenehm an. Antwort B, gut, also meist ein angenehmes Gefühl. Antwort C, angenehm auf den Wangen, im T-Bereich glänzt sie dann aber schnell. Antwort D, davon wird meine Haut recht fettig, die Creme liegt richtig schwer auf meiner Haut. Letzte Frage ist die Frage Nummer 6. Haben Sie untertags manchmal das Bedürfnis, nochmal Pflege aufzutragen? Welche Aussage trifft zu?
Antwort A. Ich habe schon öfter das Gefühl, dass ich nochmal cremen könnte am Tag, vor allem im Winter. Antwort B. Einmal Creme am Tag reicht meist völlig aus, im Winter manchmal nicht. Antwort C. Vor allem auf den Wangen möchte ich schon öfter mal nachcremen. Antwort D. Mir reicht morgens, Creme völlig aus, sonst fettet meine Haut so schnell nach. So Mädels, das waren jetzt unsere 6 Fragen und jetzt guckt mal ganz genau hin, was habt ihr denn aufgeschrieben? Wenn ihr also überwiegend Antwort A in euren Antworten habt, dann habt ihr folglich anspruchsvolle bis trockene Haut. Ich finde es immer blöd, das so jetzt einfach so stehen zu lassen, sondern ich würde ganz gerne noch kurz erklären, was denn anspruchsvolle und trockene Haut ist, beziehungsweise damit ihr euch wirklich hundertprozentig sicher sein könnt. Die trockene Haut erkennt man eigentlich schon, wenn man sie ansieht. Ja, sie ist sehr, sehr feinporig und sehr, sehr zart. Also eigentlich fühlt sie sich an wie Seidenpapier, ist aber hochempfindlich, wenn es darum geht, zum Beispiel bei alkoholhaltigen Gesichtswassern, oder wenn die Cremetexturen einfach so fluidartig sind. Ne? Die werden dann von der trockenen Haut aufgesaugt wie ein Schwamm. Und je fettiger da gecremt wird, umso entspannter fühlt sich die trockene Haut. Wenn ihr hingegen Antwort B am meisten hattet, ja, dann Leute, ist mein Neid euch sicher, denn das ist die normale Haut und die normale Haut kann im Grunde genommen, so kann man sagen, eigentlich fast alles ab. Also da ist es echt egal, welche Cremekonsistenzen die benutzen. Natürlich gibt es immer eine Tendenz zu etwas hin. Also die normale Haut, kann man sagen, hat vielleicht tendenziell ein bisschen mehr Glanz, wenn es überhaupt hochkommt, wenn man davon Glanz sprechen kann, oder ist vielleicht tendenziell etwas trockener. Also man kann nie 1:1 sagen, aber im Großen und Ganzen verträgt die normale Haut eigentlich alles. Wenn Antwort C bei euch überwiegt, ja, dann willkommen im Club, Leute, denn Antwort C, die sogenannte Mischhaut, das bin ich. Das ist eigentlich ja auch der Klassiker. Die meisten Menschen, die ich kenne, haben wirklich Mischhaut, denn da ist hier diese T-Zone, wie man sie so schön nennt, ne? Die glänzt dann immer schön in einer Tour. Und je weiter ich hier so zu den Wangen hin mich bewege, umso trockener wird es. Ich merke das immer ganz extrem beim Duschen, Leute. Deswegen habe ich vorhin gesagt, bewertet das mal wirklich, wenn ihr aus der Dusche direkt rauskommt. Wenn ich da nämlich nicht sofort creme, dann merke ich richtig, wie das hier so anfängt zu spannen, zu zippen, zu zappen und grisselig zu werden. Oder auch hier so bei den Augenbrauen geht das dann schon so ein bisschen los. Und habe ich schon das Gefühl, oh Gott, ich muss jetzt wirklich direkt cremen, weil sonst wird es unangenehm. So, die letzte Antwort im Bunde ist Antwort D. Wenn das bei euch überwiegt, dann steht hier, habt ihr fettige, tendenziell unreine Haut oder sogar Aknehaut? Und hier ist es mir ganz, ganz wichtig, besonders für die jüngere Fraktion hier, mal etwas mit auf den Weg zu geben. Denn ich habe ganz, ganz oft erlebt, dass gerade die Mädels, die sich im Teenageralter befinden und echt mit der unreinen Haut zu kämpfen haben, dass gerade die eine wahnsinnige Angst haben vor dem Glanz im Gesicht. Ne? Und dann hören die schlagartig auf, sich überhaupt noch Creme ins Gesicht zu machen, einfach wirklich nur aus Angst vor diesem Glanz. Aber Leute, das müsst ihr einstellen, denn genau dafür ist ja der Hauttest da, um zu schauen, was bin ich für ein Hauttyp und was brauche ich für eine Creme. Das heißt, grundsätzlich, egal welcher Hauttyp ihr seid, die Haut braucht immer Feuchtigkeit. Wichtig ist nur die Konsistenz. Das heißt also, trockene Haut darf auch gerne ölhaltige und schwerere Konsistenzen benutzen. Je weiter es in Richtung Mischhaut bzw. fettiger Haut geht, umso leichter müssen die Konsistenzen werden. Und gerade bei fettiger oder Aknehaut ist es ganz, ganz wichtig, eine Art Fluid bzw. Gelcremes zu benutzen. Ja, meine Süßen, ich hoffe, der Test hat euch gefallen und vor allen Dingen auch wirklich was gebracht. Denn also ich selber, ich habe noch keinen solchen Test auf YouTube gesichtet. Und deswegen wäre es ganz, ganz toll, wenn ihr mir sagt, ja, ich habe den Test auch gemacht, Laura, und cool, super, jetzt weiß ich endlich, was ich für ein Hauttyp bin. Oder vielleicht auch, nee, das ist bei mir vielleicht ein bisschen schief gelaufen, warum auch immer. Dann macht ihn bitte auf jeden Fall nochmal. Und ansonsten sage ich, Daumen hoch dafür, das würde mich freuen und sag bis zum nächsten Mal. Laufen, ja, und dann brauche ich erstmal Kaffee. Ich trinke meinen Kaffee übrigens mit ganz viel Milch und ein bisschen Zucker, so schmeckt er mir am liebsten. Und Tee, heute mache ich ja ein ganz, ganz tolles Video, nämlich den Entweder-Oder-Tag.